Annika von Zierstoff und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses wunderschöne Hemd nähen könnt. Also nichts wie ran an die Nähmaschine, so schwer ist es gar nicht. Wir starten als erstes mit der Tasche. Einmal habe ich die Tasche hier oben also abgesteckt mit der Overlock, dass es schöner aussieht, beziehungsweise weil dieser Stoff ausfranst, habe sie nach innen eingebügelt und hier abgesteckt. Dann werden die restlichen Seiten hier um 1 cm eingebügelt und die Tasche wird dann so auf das Vorderteil aufgesteckt und hier aufgenäht. Ja, da ist es jetzt nicht notwendig, dass ihr das versäubert, könnt ihr natürlich tun. Also das Aufstecken machen wir im nächsten Moment. Wer Anfänger ist, dann empfehle ich hier ein doppelseitiges Klebeband, je nach Stoff. Ne? Also gerade bei etwas dünneren Stoffen ist es sehr schön, dann kann man die aufkleben. Die Patte habe ich hier rechts auf rechts zusammengelegt und habe sie von hier bis hier, bis hier, bis hier eben abgesteppt. Und wer möchte, der kann sich dann hier auch nochmal die Nahtzugaben zurückschneiden, gerade wenn der Stoff jetzt sehr voluminös ist, weil man dann die Ecken besser rausdrehen kann. So, dann könnt ihr hier die auch noch zurückschneiden und an der Seite auch. So, dann wird das Ganze hier auf die rechte Seite gedreht, hier Finger an die Kante und das Ganze wird dann entsprechend gleich ausgebügelt. So, einmal auf rechts drehen, einmal sauber ausbügeln und dann steppen wir die. Also kann man, jetzt bei dem Kordstoff, weiß ich jetzt nicht, müssen wir gleich mal gucken, ob wir das machen. Ja, ich habe jetzt die Tasche aufgesteckt und dann legt man die jetzt hier drunter. Also da ist jetzt auch nichts Schwieriges dran, hier oben verriegeln. Nach unten nähen und hier an der Ecke die Nadel im Nähgut stecken lassen. Lassen, Füßchen heben, das Ganze auf die andere Seite drehen und rundherum festnähen. Ja, hier nochmal die Patte, die steppen wir jetzt auch ab. Gleiches Prinzip, wie gerade eben gezeigt. Auch hier lassen wir wieder die Nadel stecken, drehen das Ganze und steppen die knappkantig ab. Eine Tasche ist jetzt aufgenäht. Ein schöner Trick ist, die Taschen hier zu positionieren. Und dann das Schnittmuster hier rechts auf rechts drauf zu legen. Dann hat man hier nämlich die Garantie, dass das auch gleich vom Abstand hier aufgesteckt wird. So, wer sich jetzt unsicher ist, der steckt jetzt erst von links und dann von rechts und entfernt die Nadeln von links. Da gibt es ja immer verschiedene Methoden, dass man da letztendlich erstmal alles genauso hat, wie man das möchte. Und dann kann ich mir das Ganze hier auf die Seite drehen, stecke das fest und dann entferne ich die paar Nadeln. Das wäre jetzt so die Geschichte, die ich empfehlen würde. Dann habe ich die Pattentasche, also die Patte. Und da fällt mir noch ein, bei Cord müsst ihr auch immer gucken, dass ihr entsprechend in die Strichrichtung, also in die gleiche Strichrichtung zuschneidet. Ne? Weil das eine wirkt immer ein bisschen heller als die andere Seite. Also Cord wird immer gegen den Strich gegen den Flor zugeschnitten. So, das heißt, das lege ich jetzt so hin, dass die Patte hier rechts und rechts mit dem gleichen Abstand diese 0,5 cm hier übersteht, 0,5 mm übersteht. So, jetzt nähe ich das Ganze hier mit 1 cm Nahtzugabe an. Und jetzt auch hier kann ich je nach Stoff die ganze Nahtzugabe hier zurückschneiden oder mal gucken, wie es dann am Ende passt. Hier brauche ich das gar nicht, da ist der Stoff jetzt nicht ganz so voluminös. Dann schlage ich die Patte hier nach unten hin. So, jetzt kann ich mir da noch ein Nädelchen stecken. Und dann steppe ich die Patte hier oben drüber einmal knappkantig fest. Die Patte ist jetzt fixiert. Bei dicken Stoffen könntet ihr sonst die Unterseite der Patte sonst auch aus Futterstoff oder aus einem dünneren Stoff zuschneiden. Jetzt werden beide Vorderteile hier vorne um 3,5 cm nach innen eingebügelt und einmal abgesteppt. Das ist das Rückenteil. Im Schnitt ist noch eine Linie eingezeichnet für eine Passe. Ihr könntet euch das Schnittmuster an der Passe entlang auseinanderschneiden, dann 1 cm Nahtzugabe dazugeben und die zwei Teile dann hier mit einer Naht versehen. Oder auch mal kreativ werden, eine schräge Passe. Also hier kann man ja auch ein bisschen designmäßig sich verkünsteln.
So, jetzt lege ich die beiden Teile, also die beiden Vorderteile, rechts auf rechts aufeinander und schließe hinten die Schulternaht. Dann versäubere ich das Ganze hier noch und dann geht es schon mit dem Ärmel weiter. Also einmal hier schließen und versäubern. Schulternaht ist geschlossen, versäubert. Ihr könntet jetzt hier die Nahtzugabe auch noch zum Rückenteil hin absteppen. Und jetzt legen wir den Ärmel hin. Im Ärmel sind zwei Knipse im Vorderteil, zwei Knipse, einer in der Mitte, der auf die Schulternaht trifft und der hintere Knips trifft auf den Knips vom Rückenteil. Und jetzt legen wir das Ganze rechts auf rechts zusammen und nähen das Ganze auch, also rechts auf rechts zusammen. Ich nähe das gerne so, dass der Ärmel unten liegt und das ist jetzt nicht so eine ganz ausgeformte Armkugel, also relativ einfach. Und ich habe die Seitennähte des Ärmels schon mal mit der Overlock versäubert. Der Ärmel ist eingenäht. Und auch hier könntet ihr jetzt die Nahtzugabe in Richtung Arm bügeln und hier abstecken. Es ist im Schnitt ein Knips eingezeichnet. Jetzt legt ihr den Ärmel rechts auf rechts und näht ab dem Knips praktisch den Ärmel und Vorderteil und Rückenteil bis zum Saum rechts auf rechts zusammen. Also ab hier, das bleibt hier offen und deswegen, weil es nachher umgeschlagen wird, habe ich jetzt vorab bei dem Stoff die beiden Seiten des Ärmels schon versäubert. Bis unten hin. Und dann hier entsprechend gucken, dass die zwei Ansatznähte entsprechend aufeinandertreffen. Die Seitennaht ist geschlossen. Hier könntet ihr natürlich auch vorher versäubern. Hier habe ich es jetzt in einem Schritt gemacht. Weil, wenn ihr es vorher versäubert, könntet ihr hier unten auch einen Schlitz einarbeiten. Genau wie wir das jetzt hier am Ärmelsaum machen. Und zwar wird jetzt ganz einfach die Nahtzugabe nach innen geschlagen. Entweder vorher einbügeln. Jetzt ist der Stoff aber griffig, das heißt, das ist jetzt hier, finde ich, gar nicht notwendig. Ich lege mir jetzt die Nahtzugabe nach innen und steppe sie mir ab. Das heißt, wie ein ganz klassischer Schlitz. Ich steppe bis zum Ende. So, Nadel stecken lassen, das Ganze drehen. Auf der anderen Seite so muss ich das natürlich auch entsprechend rumschlagen, gucken, dass ich da nichts einfasse. Dann bis zur anderen Seite, bis zum anderen Ende nähen, das Ganze nach innen schlagen und nach vorne abstecken. Damit ist jetzt der Ärmelschlitz auch versäubert. Und jetzt gibt es hier noch eine Falte, die wird jetzt eingeschlagen in Richtung von dem Schlitz. Und die könnt ihr euch jetzt am besten hier schon mal knappkantig hier absteppen, dass hier nichts verrutscht. So, die Manschette habe ich jetzt aufgesteckt. 1 cm Nahtzugabe ist an beiden Seiten offen, also vom Schlitzende bis zum Ende der Manschette. Und jetzt nähe ich im Endeffekt nur eine Seite auf, 1 cm Nahtzugabe, von einer Seite bis zur anderen. Manschette ist angenäht und das ist wirklich eine sehr einfache Variante der Verarbeitung. Ich schlage jetzt die Nahtzugabe nach oben hin. Und auch hier am Ende der Manschette. Jetzt schlage ich die Manschette um, also an der Hälfte, und lege sie mir rechts auf rechts aufeinander. Und hier unten ab der Kante bleibt dann logischerweise hier, also habe ich 1 cm Nahtzugabe, hier habe ich sie nach oben geklappt. Und ab der Naht nach oben nähe ich das Ganze jetzt rechts auf rechts zusammen. Damit ist diese Manschette jetzt hier genäht. Bei dickeren Stoffen auch hier wieder die Nahtzugabe zurückschneiden und dass da hier, dass ich es jetzt schön drehen kann und die Ecke schön rausholen kann. Auch hier wieder Daumen rein, das Ganze nach rechts stülpen. Hier der Cord ist natürlich wunderschön zu verarbeiten. So, jetzt habe ich diese Seite der Manschette ist jetzt noch offen. So, die einfachste Variante ist für Anfänger, ich erkläre es mal ganz kurz, die Seite vorher noch zu versäubern. Ganz einfach, das hier so reinzulegen und rechts im Nahtschatten abzusteppen. Dann habe ich aber hier relativ viel stehen und auch nicht sauber. Also das ist jetzt wirklich, wer sich da ganz wenig Arbeit machen will und vielleicht wirklich noch ganz blutiger Anfänger ist. Fortgeschrittene gehen wie folgt vor. Nahtzugabe nach oben legen bzw. bügeln. Die Nahtzugabe nach innen einschlagen.
So, und hier vorne kann man das auch sehr schön machen. Also bei dickeren Stoffen wird es natürlich ein bisschen voluminöser. Da kommt es hier einfach sehr auf den Stoff drauf an. Und jetzt habe ich das Ganze nämlich hier sehr schön sauber. Und jetzt stecke ich mir von rechts Nadeln. Und zwar im Nahtschatten. Und gucke auf der anderen Seite, dass mir meine Manschette, dass die mitgefasst wird. Weil ich jetzt im nächsten Moment rechts im Nahtschatten absteppen möchte. Also das heißt, hier muss ich ein bisschen stehen lassen, dass mir... dass ich immer sehe, dass meine Manschette mitgefasst wird. So, das ist ein bisschen knifflig, beziehungsweise braucht ein bisschen Geduld beim Stecken. Und dann sehe ich, dass ich auf der Linie nähen werde. Wenn, ich kann es jetzt noch mal ein bisschen vereinfachen und steppe nicht im Nahtschatten, sondern ich kann auch auf der Manschette steppen. Dann habe ich noch mal 2 mm mehr. Ich kann die Manschette auch drumherum absteppen. Also hier gibt es auch wieder viele gestalterische und kreative Möglichkeiten. So, das stecke ich mir jetzt fest. Also wie schon gesagt, dieser Stoff geht wunderbar für dieses Hemd zu verarbeiten. Ihr müsst einfach immer ein bisschen gucken, was für ein Material ihr unter der Maschine habt. So, und dann lege ich das hier vorne. Ich zeige es dir nochmal. Die Nahtzugaben alle nach innen legen. Sonst auch gegebenenfalls hier. Die innere Nahtzugabe könnt ihr zurückschneiden. Die äußere nicht, weil die muss ich ja einklappen. Aber die innere könnt ihr zurückschneiden. Aber auch lieber immer mit ein bisschen Bedacht. Ne? Also nie sonst die Nahtzugabe vom Ärmel nochmal zurückschneiden. Also lieber einmal mehr geschnitten, als am Anfang beherzt losschneiden und dann zu merken, oh, das war jetzt irgendwie blöd. Falls das notwendig ist, hier zeige ich es jetzt nur nochmal, dann wird es hier auch ein bisschen dünner. Das hier reinlegen. Also Stück für Stück sich da hier vorarbeiten und hier wirklich stecken. Wer mich kennt, weiß, ich stecke nicht viel, aber das mache ich jetzt hier auch immer, dass ich dann erstmal eine gute Grundlage habe. So, das war eigentlich auch das Komplizierteste an dem Ganzen, weil der Graben wird nämlich genauso gearbeitet. Deswegen habe ich es jetzt hier sehr ausführlich erklärt. So, jetzt lege ich das hier drunter. Wenn es am Anfang bei dickeren Stoffen ein bisschen hakt, ne? Dann sonst mit dem Handrad einmal nachhelfen. Ich habe schon gesagt, da jetzt nicht notwendig, aber bei dicken Stoffen. Verriegeln. Und dann die Nadel rausziehen, logischerweise. Jetzt kann ich das wunderbar durchsteppen. Ich kann auch immer noch mal hier von hinten so mit dem Finger da dran gehen, ein bisschen fühlen. Und wenn es mal nicht gegriffen hat, auf gut Deutsch einmal nochmal nachnähen und nochmal nacharbeiten. Das geht natürlich auch. Also die Manschette ist jetzt von innen hier sehr schön versäubert. Und dann wird hier im Endeffekt Knopf und Knopfloch angebracht und dann hier zusammen genäht. Jetzt machen wir das Ganze auf der anderen Seite und dann gehen wir an den Kragen. Ja, hier habe ich die 2 Kragenteile. Die lege ich jetzt rechts auf rechts aufeinander und verstürze sie, wie bei der Patte gezeigt, einmal rundherum. Die Seite bleibt offen und dann geht es gleich weiter. Ich habe jetzt den Kragen hier wie bei der Manschette dran genäht. Vorhin ist mir ein Fehler passiert, ich habe zu früh abgesteppt. Deswegen habe ich jetzt hier ein Stück aufgemacht. Also das Absteppen werden wir auch im E-Book nochmal ganz klar und deutlich schreiben, später. Hier ist jetzt meine Linie, wo ich einschlage, also sprich meine vordere Kante. Hier ist meine vordere Mitte und ich habe den Kragen jetzt an der vorderen Mitte aufgenäht, und zwar, dass die Naht hier vom Kragen auf die vordere Mitte, da ist der Knips, trifft, und habe das Ganze jetzt hier rechts auf rechts, wie bei der Manschette, eben auch aufgenäht. So, hier auf der anderen Seite kann man das noch besser zeigen. Jetzt legen wir das mal so hin, der Kragen ist hier aufgenäht. Jetzt schlage ich hier oben die Nahtzugabe nach innen ein, schlage das Ganze nach innen. So, dann ist dieses Stückchen ist jetzt noch offen. So, jetzt auch wie bei der Manschette, die Nahtzugabe nach oben, das Ganze hier nach innen und dann wird das Ganze hier fest gesteckt und auch hier wieder abgesteppt. So, das mache ich erstmal so, dann komme ich mich besser ran und kann es besser zeigen. Also Prinzip ist das gleiche wie auf der anderen Seite auch. Ich stecke mir gleich die Nadeln auf die andere Seite um, dass ich es wie bei der Manschette
mehr oder weniger fest steppen kann. Bei dicken Stoffen könnt ihr auch hier die, also das ist die Außenseite, dann müsstet ihr die Seite, das Ganze, also mit einem Futterstoff oder mit einem Baumwollstoff verstürzen. Ne? Also dann immer wichtig, weil später wird es ja so getragen, also dass die Seite dann auch aus Oberstoff besteht. So, da flutscht es ein bisschen raus, da muss man gleich nochmal nacharbeiten. Wenn ihr jetzt einen ganz dicken Stoff habt und sagt, oh, das ist mir am Kragen jetzt alles zu viel, dann bügelt euch das und dann könnt ihr das mit einem Überwendlichstich sozusagen von innen hier anheften. Verlinke ich in der Videobeschreibung. Nochmal, da haben wir ein separates Video gedreht. Das geht bei dicken Teddystoffen sehr gut und es ist ja eine überschaubare Distanz. So, wir stecken, bügeln und dann sehen wir uns gleich zum Nähen wieder. So, ich habe jetzt hier alles erstmal gesteckt. Na, also die wird hier mitgefasst und das hier ist offen. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich steppt, dann, ich drehe es mal auf die andere Seite, würde ich jetzt hier in dem Falle auch hier entlang steppen. Also nicht im Nahtschatten, weil später wird der Graben ja nach unten gelegt. Das heißt, dann sieht man die Naht eh nicht. Hier vorne könnt ihr entweder überlegen, ob ihr die Öffnung mit der Hand schließt. Rein theoretisch kann man sie auch offen lassen. Hier kommt ja dann noch ein Knopf, also beziehungsweise hier drüber steppen. So, das heißt, ich schließe jetzt hier vorne die Kante. Und jetzt muss ich mir gerade einmal die Nadel hier wegpacken. So, und dann, wenn ich da drüber bin über der Strecke, gehe ich so leicht schräg hoch und gehe dann auf den Graben. Na, also das sieht man dann später nicht. Wie schon gesagt, wer es ganz ordentlich haben will, der macht es mit der Hand. So, und jetzt kann ich hier auch wieder von unten schön fühlen bzw. immer sehen. Jetzt muss ich mir meine Nädelchen da entsprechend vorher wegziehen und dann steppe ich auf dem Kragen das Ganze bis zur anderen Seite ab. Hier nochmal an einem anderen Beispiel. Das ist jetzt ein sehr dicker Stoff, hier kann man es nämlich noch mal besser sehen. Also, ich habe jetzt den Kragen, wie gerade erklärt, aufgenäht. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich schneide hier jetzt die Nahtzugabe bis zur Naht hin ein, ist aber nicht immer notwendig. Das heißt, ich kann das auch so machen, dass ich die Nahtzugabe nach oben schlage, wie gerade erklärt, das Ganze nach unten. So, jetzt ist ja das noch frei, das heißt, ich kann jetzt entweder das schon nähen oder in einem Durchgang machen. Jetzt schlage ich den Kragen nach unten, lege mir das hier an der vorderen Mitte rüber und nähe hier fest. Steppe hier ab und kann dann von hier praktisch das Ganze hier durchsteppen. Ich persönlich finde das jetzt besser, wenn ich es gleich mache. Das heißt, ich lege mir hier die Nahtzugabe nach innen, schlage auch wieder hier an der vorderen Mitte ein. So, das ist nach wie vor offen. Jetzt wurschtel ich mir die ganze Nahtzugabe nach oben, die Nahtzugabe nach unten und jetzt stecke ich mir das fest und jetzt kann ich nähen, also wie gezeigt, hier nähen, ab dem Punkt nach oben und da weiter nähen. Oder ich nähe jetzt erst den Kragen, muss eben gucken, dass ich diese Ecke hier mit eingefasst habe. Und kann dann im zweiten Schritt, also wenn ich den Kragen genäht habe, wie beim Revers sozusagen hier steppen, die Nadel hier stecken lassen und dann den ganzen Kragen absteppen. Oder ich nähe hier später auch einen Knopf hin, ich lasse es hier offen oder ich mache hier gerade zwei Stiche mit der Hand, um das zu fixieren. So, ich hoffe, jetzt wird es klar, wie man diesen Kragen nähen kann. Damit ist der Kragen jetzt fixiert. Also hier braucht ein bisschen Liebe zum Detail, wie an der Manschette auch. Wer möchte, kann sich vorher ja hier noch ein Bändchen mit einfassen. Dann kann man das Hemd auch schön hinhängen. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Saum. Den Saum könnt ihr euch jetzt hier auch zuerst einschlagen und dann hier entsprechend versäubern. Auch hier gilt wieder bei dicken Stoffen, die Nahtzugabe zurückzuschneiden und da aufpassen. Ich schneide immer hier einmal mir die Ecke zurück, dann drehe ich das Ganze und dieses Fitzelchen kann dann auch weg. Weil, wenn ich es, ne, also das ist dann praktisch hier, also vom Rückenteil noch dran, vom Vorderteil noch dran ist. So, dann lässt sich das nämlich hier wunderschön nach innen schlagen bzw. einbügeln und dann könnt ihr das Ganze hier
entsprechend absteppen und das Ganze natürlich auf der anderen, also bis zur anderen Seite, da habt ihr das ja auch im Vorfeld gemacht und dann am Ende wird die vordere Mitte abgesteppt. Der Saum ist jetzt auch sauber und jetzt müssen wir noch die Knöpfe einarbeiten und dann ist dieses wunderschöne Hemd auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im E-Book sind noch weitere Optionen erklärt. Ihr könnt es und auch bebildert. Ihr könnt es natürlich in lang nähen aus verschiedenen Materialien. Also hier sind ganz tolle Möglichkeiten vorhanden. Ja, ich freue mich über ein Like und dann kann ich nur sagen, viel Spaß beim Nähen.